Die Finanzgeschichte hat hinreichend gezeigt, dass die US-Notenbank etwas kaputt macht, wenn sie schnell und stark die Zinsen anhebt. Und siehe da, auch diesmal hat sie etwas kaputt gemacht. Und jetzt wissen wir, was sie kaputt gemacht hat. Sie hat kleine Banken, Regionalbanken in den USA kaputt gemacht. Und dieser Schaden ist irreparabel. Wir haben einen elektronischen Bankrun gesehen, sondergleichen. Die Leute transferieren jetzt Geld hin zu den großen Banken, weil sie sich sagen, naja, die sind so groß, die sind too big to fail, da kann nichts schief gehen, denn wenn die kaputt gehen, dann ist sowieso alles kaputt. Wir wollen uns den Stand der Dinge mal anschauen, was da passiert ist. Wir wissen jetzt zum Beispiel, es gibt erste Zahlen, was da dieser elektronische Bankrun an Zahlen wirklich liefert. Wir wissen jetzt, dass etwa die Bank of America 15 Milliarden Dollar an neuen Einlagen verbuchen konnte. Wie viel JP Morgan, Citi, Wells Fargo und andere hier noch zusätzlich einnehmen, ist noch die Frage, aber es ist völlig klar, hier sind die Zahlungsströme sondergleichen und du musst halt nicht mehr physisch zu deiner Bank rennen, sondern es reicht, wenn du Überweisungen tätigst, wenn du also elektronisch das Geld letztendlich rüberschiebst. Jetzt haben wir bei diesen großen Banken, JP Morgan, Bank of America, wie sie alle heißen, 150 Milliarden Dollar an unrealisierten Verlusten im Gefolge des Crashs bei den Anleihen im Gefolge der Zinsanhebungen durch die Notenbank Fed. Das heißt, diese Anleihen sind im Kurs gefallen. Jetzt müssen sie aber diese Verluste nicht realisieren, weil sie diese Anleihen ja bis zum Ende der Laufzeit halten können. Aber normalerweise sind diese Anleihen eben jetzt temporär ziemlich dick unter Wasser. Das ist ein unrealisierter Verlust. Und jetzt ist mit diesem neuen Gesetz, mit diesem BTFP, nicht Gesetz, mit dieser Verordnung BTFP, also dieses Banken-Garantieprogramm könnte man sagen. Das hat ja vorgesehen, dass die Banken praktisch diese Anleihen zu 1:1 Nennwerte bei der Fed hinterlegen können als Sicherheit. Das heißt, es wird so getan, als gäbe es da keine unrealisierten Verluste. Das alleine hilft den großen Banken schon nochmal unglaublich viel, denn die kleinen Banken, die haben kaum solche Staatsanleihen, die sie bei der Fed als Sicherheit hinterlegen könnten. Mit anderen Worten, wir haben jetzt eine weitere Monopolisierung des Bankensystems durch die jüngsten Entwicklungen, sodass die ohnehin schon zu großen Banken noch größer werden, noch gefährlicher werden sozusagen, noch systemrelevanter, too big to fail hoch 2 könnte man sagen. Und das ist eine durchaus problematische Entwicklung, zumal jetzt auch noch nicht wirklich klar ist, ob der Kongress überhaupt dieser ganzen Geschichte zustimmen wird. Das ist ja zunächst mal eine Aktion zwischen Finanzministerium, Einlagensicherungsfonds und der Fed. Und da ist zum Beispiel jetzt überhaupt die Frage, naja, werden die zustimmen? Und sie müssen zustimmen, denn das ist letztendlich auch zustimmungspflichtig. Ich glaube, Dodd-Frank Act hat das damals so vorgesehen. Die Fed selber hat jetzt gesagt, wir wollen tougher rules, um mittelgroße Banken besser kontrollieren zu können. Wir sehen jetzt, dass etwa Wells Fargo einen sogenannten Mixed Security Shelf im Volumen von 9,5 Milliarden Dollar macht. Das ist praktisch eine Kapitalerhöhung, kann man sagen. Und die Frage ist jetzt, wie wirkt sich das Ganze aus auf die Kreditvergabe der Banken? Die regionalen, die kleinen Banken werden in der Kreditvergabe sehr, sehr sicher weniger großzügig vorgehen. Die werden ihre Standards deutlich anziehen, denn sie brauchen faktisch selber jeden Cent als Eigenkapital. Und wir haben gesehen jetzt, dass ja die Kreditkartenschulden massiv gestiegen sind, weil die Amerikaner praktisch, um ihren Lebensstandard zu halten und die Inflation ausgleichen zu können, das Ganze auf Pump machen. Dieser Pump funktioniert mit Kreditkartenzinsen über 20% jetzt derzeit. Und wie absurd die Situation derzeit ist, das sehen wir jetzt hier etwa mit Cathie Wood, die jetzt die größten Inflüsse hat in ihren ARK seit 2020. Also man fasst es kaum. Es ist wirklich, hier sehen wir rechts den Chart mal von Cathie Wood, wie großartig hier die Performance war. Das ist ja im Rahmen der ultralaxen Geldpolitik nach oben geschossen, um dann eben mit dem monetären Klimawandel wieder komplett zu kollabieren. Jetzt noch eine Geschichte, die eben wichtig ist. Die kleinen Banken, die regionalen Banken haben wenig Kapitalpuffer, sehen wir hier in dieser Grafik. Aber sie haben große Exposure in den sogenannten Real
Estate Commercial Market, also in Immobilien, Geschäftsimmobilien im weitesten Sinne. Und jetzt sehen wir hier mal zum Beispiel CMBX Indices, das sind Commercial Mortgage Backed Securities, deswegen CMBS. Und hier sehen wir mal eine BBB MBS aus diesem Sektor, BBB minus, also das ist schon ziemlich junky, das stürzt ab, wie wir hier sehen. Wir sehen rechts zum Beispiel VNO, Vornado Realty Trust, ein auf New York spezialisierter, für New York Office in Manhattan, High Street Retail, also praktisch Gewerbeimmobilien im weitesten Sinne, stürzt ab. Wir sehen also, dass hier sozusagen die nächste Bombe schlummert, und all das hat sich ein Stück weit angekündigt. Am 2. März haben wir die Meldung bekommen, dass die Einlagen bei US-Banken das erste Mal seit 1948 gefallen sind. Zwei Wochen später sehen wir jetzt eine ausgewachsene Bankenkrise. Und hier vielleicht ein sehr, sehr interessanter Zusammenhang, der die grafisch aufarbeitet. Wie schaut es aus mit den Leitzinsen? Das ist hier grün. Und auf der anderen Seite mit Rezessionen und Kreditkartenschulden, Consumer Loans und Other Consumer Loans, also mit Kreditvergabe etwa in Form von Kreditkartenschulden oder mit Kreditvergabe eben generell Kredite. Und wir sehen hier, wenn die Fed die Zinsen noch anhebt, dann steigt normalerweise die Kreditvergabe sogar weiter in allen Bereichen. Sobald die Fed aber dann die Zinsen senkt, mit leichter Verzögerung manchmal, stürzt diese Kreditvergabe deutlich ab und die Wirtschaft kommt in eine Rezession, fällt in eine Rezession. Warum senkt die Fed die Zinsen? Weil sie es muss, weil die Lage sich eben dramatisch verschlechtert hat. Und das genau ist das, was jetzt wohl auch passieren wird. Hier sehen wir mal den Zusammenhang zwischen Zinsen, Rezessionen und den verschiedenen Krisen. Die Fed macht immer etwas kaputt. Wir hatten das Fed Taper Tantrum. Jetzt haben wir die Bank Run Crisis, wie es in Amerika inzwischen schon heißt. Und wir sehen, es bedarf, wenn Sie hier mal diese gestrichelte Linie hier oben sehen, es bedarf also immer weniger hoher Zinsen, damit etwas kaputt geht. Aber wir sind eben jetzt in diesem Zinsanhebungszyklus über dem Höchststand des letzten Zinsanhebungszyklus ganz deutlich. Und dementsprechend ist hier etwas kaputt gegangen. Die Bankrun-Crisis, die entstanden ist, weil letztendlich Verluste in den Bilanzen der kleineren Banken vor allem bestehen. Aber auch hier etwa mal die Silicon Valley Bank, die ja glorreich am Freitag gescheitert war. Die hatte Investments, die schief gingen, die hatte gleichzeitig eben ein Geschäftsmodell, das mit diesen IPOs nicht funktionierte. Das haben einige Leute gecheckt und Geld abgezogen. Dementsprechend entsteht Liquidity Crunch. Sie mussten dann Dinge aus ihrer Bilanz verkaufen, um liquide zu werden. Unter anderem an Goldman Sachs. Die haben jetzt 21 Milliarden Dollar investiert und das Bond-Portfolio der Silicon Valley Bank letzte Woche abgekauft. Also das ist auch wieder ein Konzentrationsprozess, und es geht meistens um Collateral, um Sicherheiten. Das ist eigentlich ein absolutes Zauberwort, meine Damen und Herren, denn hast du keine Sicherheiten, hast du Probleme, hast du gute Sicherheiten, hast du kein Problem. Lehman Brothers hatte 2008 keine guten Sicherheiten, Bear Stearns eben auch nicht, deswegen mussten sie damals akzeptieren, für 2 Dollar die Aktie gekauft zu werden von JP Morgan. Und hier sehen wir mal Securities, Fed Reserve, Securities Lent to Dealers. Also wie viel Liquidität letztendlich, wie viel Kreditvergabe im System letztendlich der Fall ist zwischen Fed und Banken. Und hier sehen wir, die ist jetzt massiv nach oben gegangen. Und gestern bei 53 Milliarden Dollar, das war tagsüber, als Jeff Snyder das hier beobachtet hat, wenn, dann wäre das ein neuer Rekord, All-Time-High, was hier jemals geflossen ist. Das zeigt hier die Probleme mit Collateral, also mit Sicherheiten. Das Problem ist, dass eben diejenigen, die in Schwierigkeiten sind, haben nicht wirklich die Sicherheiten, die man hinterlegen kann, um neues Cash zu bekommen. Und das haben sie auch jetzt nicht, denn dieses Fed Discount Window, das hier
ja, jetzt von der FED zitiert wurde, damit jede Bank sich im Grunde Geld leihen kann, aber eben die regionalen Banken in der Regel nicht, weil sie weder eben diese Staatsanleihen im Depot haben, großflächig, noch haben sie die Mortgage-Backed Securities, MBS, großflächig im Depot. Dementsprechend kommen sie an die Töpfe nicht dran, jenseits der Frage, ob der Kongress das Ganze überhaupt dann wirklich absegnen wird. Hier sehen wir mal den Chart von KRE, das ist das ETF auf den regionalen Bankindex. Hat sich schön erholt zwischenzeitlich, aber dann doch wieder der Abverkauf zum Handelsende. Wir sehen eine Parallelität jetzt oder sehen, dass hier der Move, also die Volatilität am Anleihemarkt, massiv nach oben gegangen ist. Hier unten dieses hellblaue, da sehen wir, da waren wir nur in der Finanzkrise noch krasser drauf. Oben sehen wir den SPY, also das schwarze, praktisch das maßgebliche ETF auf den S&P 500. Und wenn wir uns mal anschauen, was da passiert ist, die zweijährige Anleiherendite etwa, da sehen wir, die ist ja am Montag massiv kollabiert, gestern nach weiterem Kollaps zunächst, dann aber schnell wieder erholt, sodass wir gestern den drittgrößten Anstieg ever gesehen haben, der Rendite der zweijährigen Staatsanleihen. Das zeigt, was da für eine krasse Volatilität ist. Gab es nun mal im Post-Lehman-Chaos und 1982 Oktober unter Paul Volcker. Also wir sehen, was da los ist derzeit an den Anleihemärkten, dass das spurlos auch an den Aktienmärkten vorbeigeht, glaube ich nicht, und zeigt sich jetzt. Wir sehen, dass auch die Volatilität am Aktienmarkt eben angesprungen ist, eben der VIX, der jetzt letztendlich dem Vorbild der Anleihemärkte folgt und nach oben geht. Und ein steigender, schnell steigender VIX ist selten ein Zeichen dafür, dass die Aktienmärkte gut drauf sind. Wir sehen jetzt auch, dass vor allem die Junk Bonds beginnen ein bisschen zu wackeln. Some riskier junks is showing a 10% spread over treasuries, also 10%. Muss man jetzt mehr oder verlangen die Investoren mehr, bis sie dann, nein, ich will nichts kaufen, meine Damen und Herren, das muss ich jetzt einmal wegmachen, da ist es weg. Also sie verlangen deutlich höhere Risikoaufschläge, um solche Junkbonds noch zu kaufen. Wenn wir uns das gestrige Geschehen mal anschauen, das ja geprägt war zunächst mal eben von einer Rallye, da sehen wir Dow Jones 1%, über Nasdaq über 2%, der VIX ein bisschen nach unten gekommen, ist dann gefallen auf 23,73, immer noch relativ hoch, also immer noch durchaus ein sportlicher Wert. Und hier sehen wir, dass ganz am Schluss dann eben diese Rallye nochmal gezaubert wird, nachdem wir zwischenzeitlich wieder deutlich schwächer waren, dann nochmal in der letzten Stunde um und bei diese Rallye bei allen US-Indizes. Und wir haben auf der einen Seite große Volumina, auf der anderen Seite sehr geringe Volatilität, wenn Sie Liquidität, wenn Sie unten mal den SPY anschauen, also das maßgebliche ETF auf den S&P 500, auch gestern wieder 148 Millionen Kontrakte, am Tag davor 157, dann am Freitag 189, also da ist richtig was los und das dürfte weitergehen. Am Freitag ist ja der Verfall. Da könnte es auch nochmal krachen, aber wir sehen hier Liquidity in den, also Liquidität im S&P 500 Future, also im ES, im Mini, der meistgehandelte Aktienindex-Future weltweit mit Abstand. Hier sehen wir, wie stark diese Liquidität eingebrochen ist. Das heißt, wir haben hier eben auch deswegen diese Spannungen und diese Schwankungen und diese Volatilität, weil im Future-Markt diese Liquidität fehlt. Und jetzt die Frage, was macht die Fed? Was wird da passieren? Hier sehen wir erstmal, Fed-Tightening Cycles always break something. Jetzt wissen wir, wie gesagt, was es ist, nämlich die Banken. Jetzt die Frage, was macht denn Paul? Was macht die Fed? Wenn sie 50 Basispunkte die Zinsen anheben, dann würden sie den Stress im System deutlich vergrößern. Wenn sie 25 Basispunkte anheben, vielleicht auch. Wenn sie nicht anheben, könnten sie Glaubwürdigkeit verlieren, beziehungsweise man würde sagen, oh, es muss so schlimm sein mit der Situation, dass die Fed jetzt doch die Zinsen nicht anhebt. Und wenn sie, wie Nomura erwartet, die Zinsen senkt, dann wäre das auch ein Paniksignal aus meiner Fassung. Also auf meiner Auffassung. Also das ist eine unglaublich schwierige Situation jetzt, auf die Paul und Konsorten reagieren muss. Die Märkte gehen davon aus, dass schon jetzt Mitte des Jahres die Zinsen gesenkt werden, obwohl wir weiter eine hohe Inflation haben, wie gestern ja gesehen.
Jetzt vielleicht ein wichtiger Punkt, warum immer so viele bullische Kommentare auf meine Videos kommen oder wo Leute sagen, ja, das geht immer alles nach oben. Ich glaube, das sind meistens Leute, die eben in der Zeit der ultralaxen Geldpolitik sozialisiert wurden. Sie kennen es nicht anders. Sie haben nicht das Platzen der Dotcom-Blase miterlebt. Sie haben nicht die Finanzkrise miterlebt und sind dann in eine Zeit reingeboren, rein sozialisiert worden, im Prinzip, in der immer alles nach oben ging, weil die Notenbanken Geld gedruckt haben. Dementsprechend denken sie, ja, es geht ja immer alles wieder nach oben. Aber die Methusalems unter uns, nämlich ich mit prächtigem Haar, meine Damen und Herren, die haben eben diese Situationen erlebt. Die wissen, was Stress im Bankensystem bedeutet. Wenn Banken kollabieren, was da an den Märkten los war. Das ist also nicht so, dass die Märkte sich verändert hatten, wie gestern ein Kommentator meint, sondern es hat sich das Publikum verändert, das eben keine Erfahrung mehr hat mit solchen Krisensituationen. Das ist der Unterschied. Heute wichtige Daten erzeugen. Preise, vor allem aus den USA. Wir haben dann die Einzelhandelsumsätze, auch sehr wichtig. Wie steht der Konsument da? Und wir haben auch den New York Empire State Fed Index. Nicht ganz so wichtig. Bear Market is far from over, sagt hier Game of Trades und hat hier den Bear Market Macro Index. Ein bisschen Bärenpornografie, meine Damen und Herren, zum guten Abschluss in diesen Mittwoch hinein. Also da ist natürlich nach wie vor eine gewisse Fallhöhe, auch wenn solche Rallyes immer wieder passieren können und weitergehen können, zwischenzeitlich eben Bärenmarkt-Rallyes hier. Das wahrscheinliche Szenario, wie es zumindest Ron Walker aufzeigt, Erholung, aber dann doch wieder der Weg nach unten bis zur unteren Trendkanalbegrenzung. Wir haben heute bald Wait-Daten aus China bekommen. Wir sehen Retail Sales genau wie erwartet, also Einzelhandelsumsätze, Industrial Output etwas schwächer und Fixed Investment, also Bau, also Investitionen besser. Wir sehen aber, dass die Jugendarbeitslosigkeit deutlich steigt in China. Das ist eines der ganz, ganz großen Probleme. Ist die Demografie, ist die Lage der Jugend, die eben dann die Last schultern muss, immer mehr alte Menschen letztendlich zu versorgen. Meine Damen und Herren, zwei Hinweise zum Abschluss. Cathie Wood, Bankenkrise sei unübersehbar. Ihre Fonds sehen massive Zuflüsse. Meine zweitbeste Freundin kriegt also jetzt viel Geld, das sie dann wieder wunderbar verbraten kann. Erste Artikelempfehlung. Zweite Artikelempfehlung, EZB. Was macht die denn eigentlich? Die ist ja am Donnerstag schon dran. Wird sie die Zinsen um 0,5% anheben? Ja, nein. Zweite Artikelempfehlung. Und nochmal der Hinweis, heute Abend ein Markenflüster, morgen früh am Donnerstag also ein Videoausblick, aber dann erstmal kein Video bis eben nächsten Montag, dann geht es wieder ganz normal los, also Donnerstagabend und Freitag keine Videos. Jetzt sag ich unter Verweis auf diese beiden Artikel und 13:30 die US-Daten reinschauen bei Finanzmarktwelt. Servus und ciao.